Großer Publikumserfolg für den Tag der offenen Tür an der Baustelle für die neue Zughaltestelle in Kaiserau, dem neuen Bozener Stadtviertel. Etwa 7000 Personen werden von dieser Haltestelle, die in den ersten Dezembertagen in Betrieb gehen wird, betroffen sein. Das Stadtviertel Kaiserau hier in Bozen ist eines der am dichtesten besiedelten Stadtviertel in Bozen. 5000 Leute leben hier. Jetzt ist es an das öffentliche Mobilitätsnetz nur sehr beschränkt angebunden über Autobusse. Und bis ins Stadtzentrum braucht man mindestens 20 Minuten oder mehr. Mit der neuen Haltestelle hier in Kaiserau, die wir zum 15. Dezember in Betrieb nehmen werden, wird es möglich sein, in 7 Minuten von hier bis ins Bozener Stadtzentrum zu fahren. Die Begegnung hatte Volksfestcharakter und auch viele politische Vertreter waren anwesend. Die eigentlichen Hauptakteure waren aber die Bewohner von Kaiserau. Diese Haltestelle wird die öffentlichen Verkehrsverbindungen in einem neuen Stadtviertel von Bozen erweitern, das zu den am dichtesten bevölkerten gehört. Dieser Bahnhof ist für die verkehrsmäßige Anbindung des neuen Stadtviertels fundamental wichtig. Es sind hier in den letzten Jahren 1000 Wohnungen entstanden. Und das Projekt dieses Bahnhofes ist sicherlich exemplarisch, weil innerhalb eines guten halben Jahres eine so wichtige Struktur errichtet werden konnte. Wir sind voller Respekt und die Bürger dieses Viertels freuen sich alle schon, bis die Anlage in Funktion treten kann. Die neue Zughaltestelle wird 2,1 Millionen Euro kosten und sie erweitert die anderen 42 Bahnhöfe, an welchen die Südtiroler Züge Halt machen. Die ersten Ideen und die ersten Studien haben wir schon vor 2 Jahren angestellt, aber heutzutage ist es halt mal so, dass die Vorbereitung wesentlich länger braucht als die Realisierung. Die Realisierung ist in der Tat ratzfatz gegangen. Wir haben die Arbeiten Mitte März begonnen und Mitte Dezember wird die neue Haltestelle in Betrieb gehen. Ein herzliches Dank an alle Arbeiter und an die beteiligten Firmen, die hier vollsten Einsatz leisten. Die Zughaltestelle in Kaiserau wird im Dezember mit Inkrafttreten des Winterfahrplans in Betrieb genommen. Die Haltestelle verschönert auch das Stadtviertel und dank ihrer 6 Meter hohen Plattform ermöglicht sie auch einen Panoramablick über die gesamte Umgebung.